Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, auch hier bei uns im Studio. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Adventsausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ja, Weihnachten ist nicht mehr weit und es gibt hier und da Weihnachtsmärkte oder Adventsmärkte. Wir lassen auch heute in der Sendung ein bisschen weihnachtlich werden. Und zwar haben wir ein Teammitglied von uns losgeschickt, um auf dem Adventsmarkt ein bisschen für Furore zu sorgen. Was das genau ist, zeigen wir Ihnen nach dem Themenüberblick. Traditionen bewahren, unterwegs mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und Sicherheit für zu Hause, so schützen Sie Ihr Eigenheim vor Einbrechern. Es ist gute Tradition, dass wir vom 5. auf den 6. Dezember einen Stiefel vor die Haustüre stellen und am nächsten Morgen hoffen, dass viele Süßigkeiten darin sind. Die meisten Kinder werden reichlich beschenkt. Für viele Erwachsene gibt es eher die Route von Knecht Ruprecht, denn wir sind nicht immer alle so brav, wie es ausschaut. Das ist natürlich eine tolle Tradition mit dem Nikolaus hier in Deutschland. Wir haben unseren Produzenten Robert Pfeiffer losgeschickt, und zwar nicht als Nikolaus, sondern als Knecht Ruprecht, um diese Tradition weiterleben zu lassen. Was in Wasserburg auf dem Adventsmarkt alles passiert ist, das sehen Sie jetzt. Ja, eigentlich stehe ich ja hinter der Kamera und sehe eigentlich auch nicht so aus, wie ich jetzt aussehe, aber das hat einen bestimmten Grund, denn ich bin heute Knecht Ruprecht und neben mir unschwer zu erkennen der Nikolaus. Hallo. Ja, und wir sind auf die Idee gekommen, wir machen mal Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Adventsmarkt hier in Wasserburg. Und ja, wie sind wir denn überhaupt auf die Idee gekommen, Dani? Wieso machen wir quasi Nikolaus und Knecht Ruprecht? Also auf die Idee gekommen sind wir, da ich letztes Jahr bei meinem Patenkind schon den Nikolaus gemacht hat und meine Schwester das unbedingt wollte, dass der Nikolaus kommt, um die Tradition zu halten. Und da dachte ich mir in diesem Jahr, komm, das könnte man eigentlich einführen wieder, die Tradition, dass man das öfters macht. Und haben das angeboten hier in Wasserburg, Nonnhorn und Bodolz in den Gemeinden das so durchzuführen, und fand ich eine gute Idee. Und selbst als Kind damals, wo ich klein war, kam auch jedes Jahr der Nikolaus und fand ich immer ganz nett, fand ich cool. Ja, und diese Tradition werden wir jetzt natürlich auch fortsetzen. Wir gehen jetzt gleich raus und werden da ein paar Kinder hoffentlich glücklich machen mit ein paar Kleinigkeiten. Ja, und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bevor es allerdings rausgeht, müssen wir erst noch letzte Vorbereitungen treffen. Sitzt das Outfit? Haben wir alles eingepackt? Es macht mal den Anschein. Mittlerweile hat sich der Adventsmarkt draußen stark gefüllt und wartet auf die Hauptattraktion. Und das sind nicht wir, sondern die Kinder des Kindergartens Wasserburg. Die haben nämlich ihren großen Auftritt. Das war ein sogenanntes Adventsspiel, die vier Kerzen. Okay. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir zuvor mit den Kindern den Tannenbaum geschmückt haben, mit diesen Sternen, die Sie da sehen. Und da haben wir gedacht, dann weihen wir es richtig schön an unserem Weihnachtsmarkt ein. Dann ist es endlich soweit. Wir sind dran. Eine kurze Rede vom Nikolaus und dann geht's ans Geschenke verteilen. Schoko-Nikoläuse und Mandarinen. Hoffentlich haben wir genug für alle. Am Schluss dann die Erleichterung. Es hat alles gepasst und es hat gereicht. Und auch die Eltern und Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. Allerdings in Form von Fotos. Wir haben den ersten Schritt gewagt und versucht, eine Tradition am Leben zu erhalten. Jetzt seid ihr dran. Wunderschöne adventliche Stimmung in Wasserburg. Schön, diese Bilder zu sehen und die Tradition auch fortzusetzen. Robert ist inzwischen auch wieder im Studio angelangt. Sie sehen es, die Bilder sind scharf, die Kamera bewegt sich. Alles Weitere jetzt in den News. Beim Kauf einer LED-Lampe sollten Käufer auf den sogenannten Color Rendering Index, kurz CRI-Wert, achten. Dieser sagt aus, wie gut Farben im Licht einer Lampe erscheinen. Die Qualität der Farbwiedergabe wird mit einer Zahl von 1 bis 100 wiedergegeben. Bei normalen Anforderungen an das Licht sei ein Wert größer als 80 im Haushalt ausreichend. Sich vorab über den CRI-Wert zu informieren, dazu rät der Verein Deutscher Ingenieure in Düsseldorf. Doch nicht alle Hersteller geben den Wert auf der Verpackung an.
Der Bau von Wohnungen in Deutschland wird immer teurer. Zwischen 2004, 2005 und 2012, 2013 sind die Baukosten für eine Wohnung innerhalb eines mehrgeschossigen Gebäudes um rund 47% gestiegen. Grund für die steigenden Kosten sind vor allem höhere Preise für Grundstücke sowie strengere Auflagen zum Energiesparen und barrierefreiem Bauen. Brennende Kerzen in der Wohnung können schnell zur Gefahr werden, vor allem wenn sie unsachgemäß angebracht sind. Für Adventskränze und Gestecke sollten immer hitzebeständige Kerzenhalter verwendet werden. Außerdem sollten die Kerzen sicher stehen und genügend Abstand zu Zweigen und Dekoration haben. Ebenfalls wichtig, ausgetrocknete Zweige sind leicht entflammbar. Gestecke sollten aus diesem Grund nicht zu lange stehen bleiben. Und wenn niemand im Raum ist, immer alle Kerzen löschen. Vor allem jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit haben die Einbrecher wieder Hochsaison. Wie Sie Ihr Eigenheim wirklich gut schützen können, das zeigen wir Ihnen nach der Werbung. Wenn es draußen dunkel wird, aber viele Menschen noch bei der Arbeit sind, dann beginnt für die Einbrecher die Arbeitszeit sozusagen. Statistisch gesehen ereignen sich die meisten Einbrüche am späten Nachmittag, abends oder in der Nacht. Natürlich auch, wenn Sie über die Feiertage verreisen, sollte Ihr Haus gut gesichert sein. Welche Möglichkeiten es gibt, das zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag. Alle 2 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. 150.000 Einbruchversuche sind in der polizeilichen Kriminalstatistik 2013 erfasst. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von knapp 4%. Karl Rau von der Polizei in Ravensburg überprüft Wohnungen auf Sicherheitsmängel. Denn ein Einbruch in den eigenen 4 Wänden bedeutet auch immer einen Eingriff in die Privatsphäre. Verlorenes Sicherheitsgefühl und psychische Probleme können die Folge sein, neben dem materiellen Schaden. Schwachstellen in der Wohnung können für Einbrecher eine Einladung sein. Das sollten Eigentümer und Mieter wissen. Ich prüfe die Widerstandsfähigkeit der Türe. Einfache Wohnungseingangstüren, die würden jetzt bei dieser Druckbelastung hier schon nachgeben. Und jetzt teste ich es nach unten, weil ich mit meinem Fuß noch mehr Druck auf die Türe ausüben kann. Sie sehen, die Türe gibt nur minimal nach. Also kann man davon ausgehen, dass es sich schon um eine relativ stabile Eingangstüre handelt. Die gute Nachricht, immer mehr Taten scheitern. Es lohnt sich also, in spezielle Schlösser für Fenster und Türen zu investieren. Verbesserungen an dieser Tür könnte man folgende vornehmen. Wir haben hier ein einfaches Einsteckschloss. Das heißt, nur mit einem Riegel wird die Tür verriegelt. Besser könnte man es machen, wenn man eine Mehrfachverriegelung wählt. Das heißt, die Verriegelung erfolgt nicht nur an einer Stelle, sondern über ein Nebenschloss, das meistens hier und hier sitzt. Das gibt eine zusätzliche Schutzwirkung. Bei Einfamilienhäusern stehen Fenster- und Terrassentüren im Erdgeschoss für Einbrecher im Vordergrund. In rund 80% der Fälle werden diese von den Einbrechern geöffnet, um ins Haus oder die Wohnung zu gelangen. Wer also im Erdgeschoss wohnt, sollte besonders auf Sicherheit achten. An der Terrassentür sollte ich die gleichen Punkte beachten wie an einem Fenster auch. Es ist wichtig, dass es gute Verriegelungen in diesem Fenster sitzen. Und die gleichen Verriegelungen sitzen in der Regel auch in diesen Terrassentüren. Hier haben wir eine etwas andere Tür, eine Hebeschiebetüre. Das heißt, über diesen Handhebel bewege ich die Terrassentüre nach oben und schiebe sie zurück. Eine Schwachstelle hier sehe ich an dem nicht abschließbaren Fenstergriff. Würde ein Einbrecher von außen an diesen Fenstergriff kommen, könnte er die Türe relativ leicht aufmachen. Im vergangenen Jahr haben Einbrecher einen Schaden von mehr als 427 Millionen Euro verursacht. Auch die Zahl der Einbruchsversuche ist 2013 auf 60.000 gestiegen. 2012 waren es noch 56.000.
Nach 2 bis 5 Minuten gibt ein Einbrecher in der Regel auf, wenn er nicht weiterkommt. Die wenigsten Täter sind Profis. Mechanische oder elektronische Sicherheitstechnik schreckt daher viele Einbrecher ab. Also wir haben hier ein Fenster in einer Neubauwohnung, das schon über dem Standard liegt. Standard wäre normale Rollzapfenverriegelungen, die keinen Einbruchschutz bieten. Hier sehen wir aber Folgendes. Wir haben einen Pilzkopfbolzen und dieser Pilzkopfbolzen greift, wenn Sie das Fenster schließen, hinter dieses Schließstück aus Stahl. Verbessern könnte man an diesem Fenster, wenn alle 50 bis 60 cm eine Kombination zwischen Pilzbolzen und Schließstück vorhanden wäre. Meist nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner. Das Licht per Zeitschaltuhr zu steuern, wenn sie nicht da sind, kann daher eine gute Maßnahme sein. Heruntergelassene Rollläden allerdings sind kein Schutz vor Einbrüchen. Meist sind diese leicht aus der Verankerung zu heben und der Dieb hat leichtes Spiel. Trotzdem bleiben laut Polizei rund 40% aller Einbrüche im Versuchsstadium stecken. Nicht zuletzt wegen sicherheitstechnischer Maßnahmen. Frau, wir haben es jetzt im Beitrag gerade schon gesehen. Sie haben vor allen Dingen Terrassentür, Wohnungstür und Fenster überprüft. Was kann ich denn jetzt wirklich machen, gerade um meine Fenster vielleicht auch in der Wohnung sicherer zu machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, zum einen besteht die Möglichkeit, dass ich meinen vorhandenen Fensterbeschlag austausche und gegen einen Einbruchhemmenden ersetze. Voraussetzung ist natürlich, dass die Fenster nicht zu alt sind. Sind die Fenster zu alt, dass man sie mit diesen einbruchhemmenden Beschlägen nicht nachrüsten kann, dann besteht immer noch die Möglichkeit, mit aufgeschraubten Nachrüstsicherungen den Einbruchschutz wesentlich zu verbessern. Was kostet mich sowas auch? Also ist das eine teure Angelegenheit oder kriegt man das irgendwie vielleicht auch gefördert? Sie müssen damit rechnen, wenn Sie ein Fenster nachrüsten, mit Kosten zwischen 200 und 350 Euro. Das sind dann allerdings jetzt diese Beschläge. Was ist denn mit Alarmanlage, Bewegungsmelder? Bringt mir das was? Ist das vielleicht auch nur fürs Einfamilienhaus sinnvoll oder wann sollte sowas zum Einsatz kommen? Für die meisten Menschen ist sicher die mechanische Absicherung des Hauses steht im Vordergrund, weil nur die Mechanik eigentlich einen Einbrecher aufhalten kann. Eine Alarmanlage oder wie die Fachleute sagen, Einbruchmeldeanlage kann einen Einbruch erkennen und signalisieren. Sie hat also eine abschreckende Wirkung. Wenn ich jetzt über die Feiertage beispielsweise für 1, 2, 3 Wochen mein Haus oder meine Wohnung komplett leer stehen habe, was bringen denn solche Tipps wie Licht anlassen, vielleicht über eine Zeitschaltuhr, weil es heißt ja immer, wenn die Wohnung natürlich dunkel ist und man irgendwann erkennt, dass niemand zu Hause ist, dass dann für den Einbrecher natürlich die Zeit gekommen ist und er sagt, dann habe ich ja alle Zeit der Welt und alle Ruhe und kann da einbrechen. Bringt sowas was, vielleicht auch sogar für wenn ich zu Hause bin, wenn ich beim Arbeiten bin, oder sind das so Tipps, wo Sie eher von abraten? Nein, diese Tipps bringen schon etwas. Man muss sich in die Lage des Einbrechers versetzen, der in der Regel nicht weiß, ob die Bewohner zu Hause sind oder nicht. Er wird also versuchen festzustellen, ist jemand da? Und wenn Sie Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus einen bewohnten Eindruck vermitteln, dann kann das einen Einbrecher schon von vornherein abschrecken. Deswegen sind solche Maßnahmen wie zum Beispiel Licht anlassen in der dunklen Jahreszeit sicher sinnvoll. Und was ist zum Beispiel jetzt auch, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe? Wie kommt ein Einbrecher eigentlich rein? Sind nur die Wohnungen irgendwie im Erdgeschoss gefährdet oder muss ich mich da auch im 1., 2., 3. Stock irgendwie besonders schützen? Kommt der ganz einfach durch die Haustür rein? Wie ist da die Situation? Also wenn wir unsere Einbruchstatistik betrachten, dann stellen wir fest, dass die Masse der Einbrüche in Mehrfamilienhäusern schon über Erdgeschossfenster und Erdgeschoss-Terrassentüren erfolgen. In Einzelfällen natürlich auch über die Wohnungstür. Und da ist nicht nur das Erdgeschoss gefährdet, sondern in der Regel die oberen Stockwerke noch gefährdeter.
Das heißt, vielleicht sollte ich da auch meine Nachbarn irgendwie ein bisschen briefen, weil wenn irgendjemand da mal in so einem Mehrfamilienhaus die Tür aufmacht, könnte ich mir vorstellen, ist ein Einbrecher relativ schnell auch zumindest schon mal im Haus drin. Leider wird den Einbrechern immer wieder dadurch Vorschub geleistet, dass die Eingangstüren nicht verriegelt sind. Das heißt, sie sind nur zugezogen. Und wenn dann ein Fremder unten klingelt, möglicherweise an mehreren Klingeln, nach dem Motto, einer wird schon öffnen. Und meistens ist auch so, dass jemand öffnet, ohne nachzuschauen, wer steht eigentlich draußen, zu wem will er, was will er. Also das heißt, auf der einen Seite wirklich auch schon mal ein bisschen gucken, dass im Haus selber alles funktioniert. Auf der anderen Seite eben gucken, dass die Technik einfach auch an den Fenstern, an den Türen stimmt. Und dann ist meine Wohnung verhältnismäßig sicher. Ganz genau. Alles klar, Herr Rau, dann schon mal vielen Dank. Ja, und wir geben von hier aus zurück ins Studio. Liebe Zuschauer, für diese Woche war es das wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir stimmen gerade teamintern ab, ob Robert Pfeiffer an Weihnachten als Christkind oder Claudia Zidorn, die für die Redaktion verantwortlich ist, als Weihnachtsengel zu Ihnen kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall kommende Woche wieder, dann mit den Themen Luxusdesign und Stadtentwicklung hier in der Heimat. Bleiben Sie gesund, bis kommenden Donnerstag. Tschüss!